Ja, sei gegrüßt zu einem Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Jutze und wir spielen wieder The Elder Scrolls Blades. Und wir sind gerade im Ton des Magiers. Ja, und hier geht es natürlich weiter. Wir haben alles abgeschlossen. Wir können uns aber gerne noch ein wenig umsehen. Und das nächste, was ich mache, es soll hier ein Geheimnis sein. War aber total offensichtlich, weil die Tür irgendwie offen war. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Auf jeden Fall steht da noch so ein Dude rum. Wir wollen aber erstmal die Truhe hier haben, die ich nämlich sofort öffne. Wahrscheinlich wieder 20 Galaxien. 1, 2, 3, 4. Naja, 4 ist auch in Ordnung. Gut, jede Menge Geld und 2 Diamanten. Ein Pelzhelm. Aber schlecht. Schade. Ja, und ansonsten Materialien finde ich voll in Ordnung. Gut, Stufe sind wir auch aufgestiegen. Und zwar gerade eben. Wir quatschen mal mit den Typen hier. Oh, hallo. Ihr habt mich gefunden. Wie peinlich. Ihr habt, habt ihr eigentlich noch einen Schlüssel gefunden? Muss hier irgendwo eine fallen gelassen haben. Diesen Schlüssel? Mein Schlüssel, ihr habt ihn gefunden. Gebt ihn mir. Als Belohnung bekommt ihr alles, was ihr in diesem Zimmer findet. Ah, höchstwahrscheinlich ist da nichts drin weiter. Oder doch? Nee, Kerzen jede Menge. Und ein Skelett sitzt auch rum. Moin, hast keine Beine mehr, was? Arme sind leider auch abhanden gekommen. Nicht schlimm. Kann passieren. Wenn man stirbt, dann passiert so einiges. So, oh, es sind mehrere Truhen drin. Macht Blade Spaß? Na klar macht Blade Spaß. Später erinnern. Danke. Alles klar. Gut, das war jetzt sehr, sehr überraschend. Also für mich auch. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass da irgendwie was... Boah, Alter, wie viel da drin ist. Und 2265... Septime. Ja, nee, war sehr überraschend. Ich bewerte natürlich die Spiele. Wenn ich mir viel Zeit in dem Spiel verbracht habe, dann bewerte ich natürlich auf Google Play, also im Google Play Store, die Spiele, logischerweise. Ja, also ich schreibe da schon einen Text rein. So, alles klar, dann wollen wir mal gucken, was hier alles drin ist. Perlenmessing. Stahlend. Strahlend, sorry. Ja, er ist strahlend. Ja, sehr strahlend. Ich hab's natürlich gesehen. Pelzrüstung der geringen Gesundheit. Glut. Gut. Es ist eine Pelzrüstung. Ich hab... was habe ich an? Eisen, glaube ich, ne? Hä? Habe ich Eisen an? Ich weiß nicht mehr. Ansonsten haben wir noch Materialien, so wie das aussieht. Okay. Zaubertrank der Heilung. Kupfer, Baumaterial. Gut. Fortfahren. Was ist in der anderen Kiste drinne? Wir haben hier noch... okay, ein bisschen Materialien. Hier haben wir noch eine Truhe. Da befindet sich... Okay. Okay. Was ist das? Stoff, ne? Alles klar, gut. Was wir mit dem Stoff machen, wüsste ich immer noch nicht. Wir haben ja Stoff gesammelt, ich glaube in letzter Folge sogar. Ne, vorletzte Folge. Naja, wie auch immer. Jetzt würde ich gerne den Dungeon verlassen. Hier gibt es natürlich keinen Ausgang. Wir sind ganz oben im Turm, deswegen muss ich über den Weg hier. Warte mal. Da. Quest abschließen. Na klar, wir haben ja die Quest schon beendet. Aber was war jetzt bei Charakter? Ach so, einfach bloß die... Hä? Eisenstreit kommen der Funken? Ach so, weil es hier neue Waffen gibt, die ich einfach mal gefunden habe. Okay, ich werde die natürlich behalten. Tränke, sonstiges. Alles klar, also nichts weiter. Und das ist eine Eisenrüstung, glaube ich. Warte mal, Ausrüstung. Ich kann jetzt mal kurz gucken. Ja, genau, eine Eisenrüstung. Dann haben wir noch einen Pelzhelm. Also alle durcheinander. Normalerweise ist es in Skyrim so gewesen. Du hast dich langsamer bewegt, weil Eisenrüstung eine schwere Rüstung ist. Pelzschild ist leicht. Pelzhelm auch, Eisenhandschuhe sind auch, ne, Eisenpanzerhandschuhe sogar, die sind noch ein bisschen hochwertiger. Eisenstiefel, also alles schwere Rüstung denn, ne? Außer Pelz, Pelz ist halt leicht. So, alles klar, Quest abschließen, haben wir natürlich beendet. So, dann können wir gleich mal gucken, was die nächste Quest für uns bereithält. So, den Abgrund will ich natürlich auch mal erforschen. Laut den ganzen Texten, die hier immer stehen, ist das Abgrund, also der Abgrund, genauso wie das von eben jetzt hier, ne? Achso. Wie heißt er? Gavrus Lam
Rongnius. Okay. Und Krieger, ihr seid es, was? Ihr scheint es geschafft zu haben. Wie war es? Es war interessant. Ah, gut. Jetzt ist in der Tat etwas merkwürdig. Aber jeder braucht einen Zeitvertreib, nicht wahr? Okay, Wohnstätte fertiggestellt. Stimmt, ich habe ja jede Menge Häuser gebaut. Ich werde mich mal hier umgucken. In meinem Dorf, welches ich hier neu aufgebaut habe. Ja, am besten gleich erstmal zum... Achso, hier sind wir jetzt in der Mitte. Hier vorne ist das Stadttor. Das nördliche. Keine Ahnung. Hello. Südlich. Wer war das? Ah, wahrscheinlich Junius wieder, aber... Ah, guck mal, da steht auch ein Haus. Einfach nur Haus. Kann ich da irgendwie betreten oder so? Nee, ne? Verbessern, entfernen. Ich kann's verbessern. Achso, Stadtstufe 2. Wir haben jetzt Stadtstufe 1 immer noch. Okay. So viel fehlt aber auch nicht mehr. Mal sehen, wodurch wir das erweitern können alles. Der hier ist fertig. Also ist bereit. Ich muss einfach bloß raufklicken. Und dann bekomme ich ein paar... Oh, Alter, doch so viel? Nice, ich habe so viele noch gemacht, ne? Überall habe ich ein paar Häuser hingestellt. Also den habe ich fertig. Den habe ich beim letzten Mal schon fertiggestellt, sag mal. Hier haben wir noch eine Wohnstätte fertig gebaut. Okay, ein Heim müsste auch irgendwo fertig sein. Warte mal, ich suche eben. Moin. Statue. Ach ja, was wir bekommen haben. Ruin, Ruin. Das ist eine Wohnstätte, die haben wir gerade gehabt. Noch mehr Ruin. Leer. Na, leer suche ich ja nicht. Ich suche ja... Mauer können wir auch noch verbessern, okay. Ja, hier waren wir ja schon mal drin, ne? Warte mal. Hier nicht. Dann das Questbrett. Hier ist unser Haupthaus, also die Stadthalle. Hier sind nur Ruinen jetzt aktuell. Warte mal, ich muss... Irgendwo habe ich noch ein Heim hingestellt. Nichts, auch nichts. Das da vorne, was nicht? Achso, ist nur die Schmiede jetzt, ne? Ja. Nur die Schmiede. Hier ist ein Haus. Dann habe ich mich ein wenig vertan, so wie das aussieht. Schade. Okay, dann lassen wir das. Sind alles Ruinen hier. Okay, dann... Ja, wird alles nach und nach aufgebaut. Kein Problem. Hier sind zwei Ruinen. Kann ich überhaupt noch was bauen? Ich weiß gar nicht. Kann ich mal gucken? Hier vorne. Haus, Heim, Schmiede, Wohnstätte. Okay, bei Stein. Was haben wir hier? Da können wir nichts... Achso, Stadtstufe 2. Stimmt. Ist aber auch fast fertig. Oh, so wenig noch, ja. Dann bauen wir noch ein Haus, damit wir noch ein bisschen Ansehen finden. Also ANS bedeutet Ansehen. Okay. 511 Ansehen. Wird ja wohl reichen für das nächste. Wollen wir hier ein Haus hinbauen? Ich würde sagen, weil ich ja mit dem, also mitbekommen habe, dass es einige Gebäude gibt, die zwei brauchen. Zwei Plätze nebeneinander. Lasse ich die beiden Plätze mal da und baue neben dem Haus noch irgendwas. So, Ruinen. Wir können alles errichten. Also alles, was möglich ist. 511 Ansehen. Alles hat 511 Ansehen und kostet genauso viel. Kommt immer drauf an, wie rum es gedreht ist. Hier bei dem Heim ist der Giebel vorne. Ich würde sagen, baue ich mal so rüber. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Ach, ging ja immer noch nicht. Okay, aber die Spinnenweben stören mich da so ein bisschen. Ja gut, okay. Haben wir ja genug da. Eigentlich, wenn man so einen... Okay, gut. Wir wollen jetzt dann natürlich noch eine Quest machen. Ich werde mal sehen, was ich jetzt hier noch... Guck mal, da hätte ich auch noch was hinbauen können. Nicht schlimm. Questaufstieg. Stufe 7, so Wätze. Nice. Wir können ein Attribut auswählen. Und zwar... Magiker oder Ausdauer? Wir benutzen Magiker so gut wie selten. Also noch ein bisschen Ausdauer, neue Stufe. Nehmen, ja, Edelsteine, danke. Oh, 30 Stück. Geile Sache. Gut, Feuerball. Nein, oder doch, ich weiß es nicht.
Schneller Angriff. Ich gehe mal einfach mal auf schneller Angriff. Ausdauerfähigkeiten, die werde ich mal verbessern ohne Ende jetzt hier. So nach und nach. Achso, Talent, da gibt es ja noch so eine Defensive. Verstärktes Feuer. Wir haben natürlich einen Feuerzauber, den benutzen wir so gut wie gar nicht. Was war jetzt Kunstschafterwesen? Details bitte. Plus 4 Schaden mit leichten Waffen. Dolche, Handbeile und leichte Hämmer. Wir haben... Ich denke mal, zählt zu leichte Hämmer, oder? Es ist zwar ein Knüppel, aber es ist eine... Ich gehe mal von aus, es ist eine leichte Waffe. Wollen wir die machen? Kundschafter? Ich nehme mal hier schnell einen Angriff, damit wir wieder was haben. Müssen wir natürlich hier irgendwo einbauen. Den Ausweich, den können wir während des Schild... Warte mal, ich nehme mal... Ausweichen weg. Dann schalten wir den frei. Denn anlegen und zwar nicht da. Da wollte ich Schild. Warte mal. So, hier anlegen. Dann kommt hier nämlich der Schildhieb hin. Was geht nicht? Warum nicht? Dann muss. Warte mal hier. Hä? Hallo? Warte mal, hier vorne war Schild. In der Mitte war der mächtige Angriff. Nicht ablegen. Warte mal kurz. Den... Anlegen. Nein. Hier vorne anlegen. So. Alles klar. Schild. In der Mitte den mächtigen Schlag. Den hätte ich gern drin gelassen. Und den schnellen Angriff auf den hinteren. So. Genau so in der Rechtwolle. Sehr schön. Später erinnern. Hä? Was denn nun? Was so lange ist später? Ich glaube, ich muss da unbedingt mal Bewertung schreiben. Bevor wir... ich denke mal, der wird dann noch öfter machen. Okay, weiter geht's. Was machen wir als nächstes? Wir können mal in den Quest-Menü reingucken. Wir haben hier noch Aufträge, Quest und... Events sind noch nicht freigeschalten. Wir sind noch Stufe 7, aber kein Problem. Das wird sich alles noch ändern. Hin und zurück. Grünherzwald hat eine... Das ist zu schwer. Das auch. Gut, dann machen wir den. Ich weiß zwar nicht, was er bringt und zu welcher Geschichte das gehört. Die Gefangenen von Steinbachwald. Wir nehmen das. Oder das. Ist egal. Komm, wir nehmen das. Start. Was soll's. Ist ja schnell gemacht. Finde die in dem Gebiet versteckten Schätze und anschließend den Ausgang, um den Auftrag zu beenden. Außerdem musst du jeden gegnerischen killen. Wahrscheinlich ihn hier. Oh, da wäre jetzt ein Feuer besser. Ich werde mal den Feuerzauber weiter benutzen. Geheimnisse habe ich jetzt gar nicht geguckt, wie viele hier existieren. Hallo, Zweigling. Auf geht ab. Feuer. Das hat voll reingehauen. Und er brennt und brennt und brennt. Ich nehme mal unseren den schnellen Angriff. So, der ist beseitigt. Dieser Baum ist gefällt. Okay, hier scheint nichts. Doch, hier. Oh, wollte gerade sagen. Bloß nichts übersehen, wir müssen alles mitnehmen. Weil wir bauen hier Häuser gerade in unserer Stadt ohne Ende. Oh, da ist noch ein Zweigling. Hallo, Zweigling. Ich grüße euch. Der greift nicht an. Nicht schlimm, wir haben noch einen Feuerzauber hier. So, ein Zoe. Dann noch ein mächtiges Angriff. Na, traust dich nicht, wa? Haha, betäubt. So. Oh, der hat Holz hinterlassen. Ist ja auch ein Zweigling. So, dann haben wir erstmal den hier. Das zählt jetzt aber nicht als Geheimnis, oder? Ach nee, wir sollen alle Schätze sammeln. Stimmt, so war das. Alles klar. 2 Edelsteine, 308 Septime und 2 Galaxien mit Eisenbarren und Zaubertrank der kleinen Heilung. Brauchen wir den überhaupt? Ich gehe mal von aus, immer wenn wir einen Dungeon fertig haben, dann müssten wir eigentlich... Oh, ein Bär. Wenn wir einen Dungeon fertig haben, dann müssten wir eigentlich wieder bei voller Gesundheit sein, oder? Ein Bär. Hallo Bär. Na, traust dir nicht, wa? Was ist mit dem Auge? Oh, abgeblockt. Aua!
Also so viel Damage macht er auch nicht, wa? So, zwei mit der rechten. Und er ist erledigt. So. Oh, hier, danke. Achso, Gesundheit ist voll. Wir wurden kaum getroffen. Hä, von dem Bär gar nicht, obwohl er einmal angegriffen hat. Seltsam. Weiter geht's. Da ist noch ein Zweigling und zwar... Oh, wer ist er? Tasmyn Petochter... Petocha? Nee, warte mal. Pesttochter. Sorry. Pesttochter, so heißt sie. Und der Bär ist auch gleich mit am Start. Aber einer nach dem anderen... Es ist genug für alle da. Hier, guck mal, ein Feuerball. Bitteschön. Ich habe ihn einfach mal verbrennen lassen. Oh, da ist wieder so eine leichte Rüstung. Mächtiger Angriff. Und schneller Angriff. Abgeblockt. Sehr schön. Jede Menge Stuff. Alles für mich, alles für mich. Danke, danke, danke. So, hier haben wir noch Pilze. Achso, Gesundheit ist voll. Hä? Wie kann das sein? Ich wurde getroffen. Mir wurden noch 12 Schaden zugefügt, oder? Oh. Den habe ich erstmal eine verpasst. So, gleich noch eine. Hey, ich wollte sagen. Geht der auch auf Feuer ab? Ich glaube. Nimm das! Du Ungetüm! So, den haben wir, ja, den haben wir das Fell über die Ohren gezogen. Süßer kleiner Teddybär. Ist das hier auch eins von diesen Scherzen? Ich weiß nicht. Schätzen? Haben wir alles? Ja. Ich hoffe, wir übersehen nichts. Und dennoch den Ausgang finden. Also, sonst kommen wir übers Menü raus. Hier, Schildi. Denn... kriegt er den hier, einen Angriff und einen Feuerball hinterher. Also während man zaubert, ne, ist man irgendwie aufgeschmissen, oder? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, als Magier durch die Gegend zu rennen, weil das Zaubern dauert einfach mal so ewig. Danke. Pilze sind immer gut. Ich kenne mich aus mit Pilze. Ich esse nie die giftigen. So. Da geht's lang. Geheimnisse sind hier wahrscheinlich nicht. Hier geht lang. Da geht's. Warte mal. Zeigt uns der Weg noch, die Markierung nochmal an. Wohin? Ja, da sind wir lang. Also hier lang. Erstmal. Hier ist wahrscheinlich ein Geheimnis. Guck mal, hier blinkt es doch. Ich werde es aktivieren. Diesen, was ist das? Ein Totem? Ich weiß es nicht genau. Wir gehen hier mal durch. Es sieht aus wie alle. Oh nein! Zweigling der, was? Des Finsterwalds. Okay. Ist aber trotzdem anfällig für Feuer. Also können wir ihn genauso behandeln wie alle anderen. Was ist das denn? Oh, fuck. Alter, wie schnell meine Gesundheit sinkt. Was ist das für ein Vieh? Zaubertrank der Heilung. Der kleinen Heilung nicht. Wir nehmen mal die ganze Heilung. aktivieren, ja. Danke. Nicht sehr effektiv. Kriege ich die Heilung erst, wenn... Warte mal. Ach nee. Alles klar. Gut. Sehr schön. Nein, Alter, der macht mir so fertig. Komm schon, komm schon. Bam. Und noch einen hinterher. Ich hab ihn gleich. Nein, fuck. Er hat mich geblockt. Alter. Ist er gerade ausgewichen oder was? Oh, haben wir doch noch einen... Alter, das war wirklich ein Gegner. Ich habe jetzt nicht mit so einem... Gegnern gerechnet. Aber ist auch der Geheimnis. Der Geheimnis will ja auch bewahrt werden, oder? Also, es geht ja hier um mächtige Reichtümer. Und zwar diese dort. Und die gehören jetzt mir. Mir allein. Haha. Ich werde aber trotzdem alles in die Stadt investieren. So. Also, muss sich echt gelohnt haben. Ich hoffe, hier ist ordentlich was drin. 1, 2, 3, 4. Okay. 700 Septime und drei durch der... Oh, verdammt. Ich habe echt jetzt mit Besserem gerechnet. Irgendwie eine neue Waffe, eine neue Rüstung oder sonst was. Aber so wie es aussieht, nö. Oh, da ist noch ein Bär. Hallo Bär. Es ist aber nur ein Schwarzbär. Ich denke mal, den kriegen wir trotzdem weg. Eine rechts und noch eine links. Noch eine. So.
Herausforderung abgeschlossen, Belohnung abholen. Okay, da drüben ist noch ein Zweigling. Wir sind aber schon am Ende angekommen. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter, aber in der nächsten Folge. So, denn schönen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge, wenn wir wieder Kleinholz machen aus diesen Holzwesen. Ja, wie auch immer. Bis dahin. Ciao.